Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gun Home. Wir sind immer noch Katie. Hier guckt immer noch ein kleiner Busch oder Baum durchs Fenster. Und wir haben jetzt den Geheimgang von Onkel Oscar gefunden. Softshirts. Cool Athletic Underwear. Was zur. Okay. Alter, was? Karte ansehen. Was ist das denn? Geisterjägeraufzeichnung. Hauserkundung. Versteckte Lagerfläche entdeckt. Bibliothek. Flur im Obergeschoss. Foyer. Beweise für das Übernatürliche gefunden. Null. Ah. Flur im Ohr. Ah, versteckte Lagerfächer. Meint die damit? Die nee. Ach so. Ah, alles klar. Wollen wir doch gleich erstmal gucken. Das Elternschlafzimmer? Ja, ne? Okay. Dann würde ich jetzt tatsächlich wieder einmal zurückgehen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ernsthaft? Hä? Flyer ansehen. The Misfit, Samstag, 29. Oktober. Plus Special Guests. Maidenhead. Okay. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. Was? I hope we have the chance to talk before I explode. Okay, warte mal. Dann müsste hier noch so ein Ding sein, ne? Private, do not re... Was? Oh nein, sind die Untertitel wieder aus? Nee. Der Himmel am Ende der Welt. Privat, nicht lesen. Der grüne Gletscher Teil 2. Samantha Greenbrier, 9. Klasse. 1.12.92. Okay, nein. Ich weiß, dass diese Geschichte eventuell ein bisschen was zu der Story. Ne? Aber. Zur Story beitragen kann, aber dann lest es bitte. Macht das Video auf Pause, lest es. Ich mag diese Geschichte nicht. Es tut mir leid. Aber. Aufschließen.
das schon gelesen? Ja, ne? Der Dachboden. Oh nö, Keller. Ach, fuck. Wahrscheinlich geht gleich auch noch wieder das Licht aus. Alter. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Notiz lesen. Liebe Samantha, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung zum Thanksgiving mit Ihrer bezaubernden Familie in Ihrem Domizil bedanken. Ich habe die wohlschmeckenden Kartoffeln sehr genossen und obwohl es merkwürdig war, so lange Zeit mit deinen Eltern zu verbringen, war es auch spaßig zu sehen, wie schwierig es für deinen Vater ist, mehr als 30 Sekunden am Stück nicht komisch drauf zu sein. Mit äußerst herzlichen Grüßen, Ihre enge Freundin und Vertraute, Lonnie Dee. Lieber Miss DeSoto, erlauben Sie mir die Gelegenheit zu ergreifen, mich bei Ihnen herzlich für die von Ihnen erhaltene Gastfreundschaft auf dem Anwesen Ihres Vaters nach den zuvor genannten Malen mit meinen Eltern zu bedanken, Alter, was ein Schachtelsatz. Ich muss sagen, das Thanksgiving-Fest Ihrer Familie war das erfreulichere der beiden Veranstaltungen. Besonders schätze ich die Zeit, die ich mit Ihrer Großmutter verbracht habe. Eine wunderbare Frau mit einem gediegenen Geschmack und einem kultivierten Auftreten. Wir sollten das im nächsten Jahr zur selben Zeit wiederholen, wenn Sie möchten. Herzlichst, Madame Samantha L. Greenbrier. Yeah, gut, die Kartoffelchips. Die beiden mögen sich anscheinend wirklich. Also kommt mir so vor. So, ne? Weißt du? So. Zeichnung ansehen. Oh, S und L. Ja. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around. Well, you know. Oh, okay. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Ja, toll. Gerade war die Musik richtig schön romantisch und jetzt sieht man diesen Ofen. Oh, Caddy, das ist unsers. K steht für kreativ, A steht für anmutig, I steht für intelligent, T steht für talentiert, L steht für lebensfroh, I für idealistisch und N steht für nett. Lass mich in Ruhe, was auch immer du bist. Habe ich das gewonnen? Science, irgend so ein Wissenschafts... Oh Mann, eine meiner alten Arbeiten aus dem Sex... Was zur Hölle? Der Fortpflanzungsapparat... Warum ist das so durchsichtig? Achso, das sowas haben wir schon. Sowas eben. Alter. Ach Leute, ich will nicht mehr. Ich meine, es ist bis jetzt noch nichts Schlimmes passiert, aber... Was ist das denn für ein Hochleistungsofen, Alter? Gibt's hier kein weiteres Licht irgendwie? Hallo? Hallo? Lalalalalala. Was? Joyce, eine umfassende Erörterung. Ja klar, Erörterung. Dr. Richard Greenbrier, University of Oregon Verlag. Mhm, ihr könnt mich mal lesen. Ja genau. Sehr geehrte Samantha Greenbrier. Herzlichen Glückwunsch. Sie wurden für den Schriftstellerkurs des Reed College Sommerprogramms 1995 zugelassen. Wir freuen uns außerdem aufgrund Ihres Portfolios und Ihrer Schulakte Ihnen finanzielle Unterstützung zu gewähren, die 75% der anfallenden Gebühren deckt. Oh, das ist nicht schlecht. Die beigefügten Dokumente enthalten Details über Ihren Stundenplan, optionale Zusatzkurse und den Ihnen zugewiesenen Wohnheimplatz. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme am Sommerprogramm. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Julie Morris, Leiterin Antragsbewilligung. Ja, cool. I'm so stupid sometimes. Okay. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing. And I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where?
She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Schwierig. Warum ist sein Kopf ausgeschnitten? Lass es! Boah, ey. Zettel ansehen. 14 Karat Gold Herzanhänger. In zwei Hälften. Individuell anpassbar. Durch bis zu 10 Zeichen. Namen, Daten, Initialien, was immer sie sich erträumen können. Als Geschenk verpackt, importiert. L und S. Oh, das ist aber süß. Okay. Büro von Dr. Richard Greenbrier. Lieber Terence, vielen Dank für das Exemplar deines neuen Buchs, das du mir geschickt hast. Das erste veröffentlichte Werk eines Autors ist etwas ganz Besonderes. In der Thematik habe ich auf jeden Fall meinen Sohn wiedererkannt. Das Werk eines Autors ist eine Externalisierung dessen, was er liebt und was er fürchtet. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, war deine Arbeit erfolgreich. Aber die Linse, durch die das Persönliche leuchtete, war unnötig getrübt durch Klischees des Genres und unglaubwürdige Deus Ex Machina, entsprungen aus Science-Fiction-Schundheftchen, wirklich. Ich gratuliere dir zum Bestehen dieser Feuerprobe namens Veröffentlichung und bin sicher, dass es viel Anklang finden wird. Ich möchte dich jedoch ermuntern, diese Künstlichkeit abzulegen. Du kannst das besser. Mit der Liebe und dem Zuspruch eines Vaters, Dr. Richard Greenbrier. Alles klar. Okay, also Richard war unser Opa, der Bruder von Oscar, und Oscar mochte ihn vielleicht nicht unbedingt. Deshalb war auch dieses, er kann verstehen, wenn hier unser Vater das Erbe ausschlägt, ne? Namens Einbürgerungskram. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Einbürgerungszertifikat. Am 20. Juli 1972 hat das Gericht befunden, dass Janice Elizabeth Connelly Greenbrier wohnhaft in 10th 5th Avenue, Seattle, Wash, um permanenten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten bittet. Allen zutreffenden Bestimmungen des Einbürgerungsgesetzes entsprochen hat und die Berechtigung besitzt, um Staatsbürgerschaft zu ersuchen. Ihm wird mit sofortiger Wirkung die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten von Amerika zuerkannt. Ich hätte jetzt geschrieben anerkannt, aber... Zur Beurkundung erfolgt die Siegelung durch das Gericht am 20. Juli 1972. Horace E. Cover, Beamter des US-Bezirksgerichts. Ja, cool. Dann sind wir ja jetzt auch waschechter Ami. Oh, hier hat einer Zeitung gesammelt. Alter Vater. Also, ganz ehrlich, wenn wir gleich einfach nur einen Toten finden, ist das nicht schlimm. Aber wenn hier gleich irgendwelche Masons Apotheke... Alter, das waren doch Schritte. Hier ist doch irgendwer eine Treppe oder so runtergelaufen. Das gibt's doch gar nicht. Hallo Sam. Viele Grüße aus den Multomar-Fällen. Ich bin hier auf so einer dämlichen Klassenfahrt. Ausgerechnet jetzt im März, wo es hier in Oregon saukalt ist und nur regnet. Schade, dass du nicht hier bist. Warte mal, du bist hier. Denn ich schreibe dir das im Souvenirladen. Oh Mist, da kommst du gerade. Wirklich. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group.
Tja, Katie. Was soll ich sagen? Was zur. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt überall her soll. Da ist ein Tresor. Das können wir nicht lesen, okay? Hier können wir nichts. Brief lesen. Oh, Entschuldigung. Yolanda de Soto. CEO Hector and Mary de Soto. Bla 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 bla. Bla. Was? Achso. Ah, okay. Liebe Sam, ich bin so froh, dass dir das Bild gefallen hat. Ich habe an uns gedacht, als ich es gezeichnet habe. Diese Geräusche, ne? Ich wusste, dir würde das auffallen. Mexiko würde dir wahrscheinlich gefallen, glaube ich. Die Natur ist hier so völlig anders als zu Hause. Ich stelle mir immer Allegra und ihren ersten Offizier vor, wie sie auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet sind, wo sogar die Pflanzen ihnen was antun wollen. Und dann denke ich wieder an dich. Ich liege hier im Bett und kann dich beinahe fühlen. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, bis wir wieder zusammen sind. Aber das hat wohl nicht so gut geklappt. Immerhin habe ich es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief erreichte mich erst einen Tag, bevor wir uns wieder auf den Rückweg nach Norden gemacht haben. Mit diesem Brief fahren wir um die Wette. Wenn ich vor ihm zu Hause bin, können wir ihn gemeinsam lesen. Und ja, ich mache Unmengen an Fotos. Wir werden so viel Zeit zusammen in der Dunkelkammer verbringen müssen. In Liebe, Lonnie. Gutschein. Es ist immer noch kein Gutschein. Mein Gott. Okay, da ist nichts drunter. Warum ist hier ein Girl Scout, vormals Cub Scout, Setlist. Okay. Todd's Band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Mach das. Tür öffnen. Ja, nö, dann muss ich da jetzt auch nicht unbedingt rein. Kann ich hier irgendwie. Ins Licht gehen hier. Mal gucken. Ah, ja gut, ich dachte, das hätte jetzt irgendwas. Ha! Cool. Terry Edge 12, ja. 63. Ja gut. Arbel. Thanksgiving. Naja. Kombination eingeben. Vier Zahlen. Haben wir irgendwas? Ich habe kein gutes Gefühl bei diesen Glockenläuten. Was haben wir denn hier noch? Girl Scout. Okay, waren die echt so lange immer hier unten? Die beiden Mädels? Warte mal, ich habe mal kurz eine Idee. Was haben wir denn? 6. Hat er irgendein Alter was Besonderes? Ich weiß es, ich glaube nicht, ne? 1957. 19. Das ist James Basement, da ist auch nichts Besonderes, ne? Nee. 1960? Also wenn das klappt, bin ich
Wirklich? Wieso intuitiv? Wo steht irgendwas drauf? Hydrogenperoxid. Aha. Brief lesen. Oscar Mason. First Arrow Hill, Boone County, Oregon. 97. Ach, komm schon. Ja. Gut, egal. Dann muss ich das Spiel nochmal neu starten. Passt jetzt auch. Wir haben die Folge fertig. Soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Was es hiermit auf sich hat, weiß ich nicht. Ich werde in der nächsten Folge mal gucken. Eventuell werde ich auch kurz googeln. Falls wir wirklich nicht weiterkommen sollten. Aber ich glaube, da dieses Spiel nur so ein... Ich glaube, es ist so ein Walking Simulator, oder? Ich hoffe nicht, dass es hier irgendwas... Naja, egal. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. In den nächsten Folgen. Ja, und ich hoffe, dass ihr auch in den eben genannten nächsten Folgen wieder mit dabei seid. Ich finde es relativ spannend. Ich finde die Geräusche über Kopfhörer einfach nur ekelhaft. Die verbreiten so eine miese Stimmung, so eine bedrückende Atmosphäre. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.